Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben jetzt zu meiner Person schon ein paar Kontextinformationen bekommen. Wie Sie richtigerweise gehört haben, bin ich von der Ausbildung her Informationssystemforscher, aber dort mit einem großen Schwerpunkt auf der Psychologie und auch Neurobiologie, das heißt, welche Wirkungen gehen von der menschlichen Interaktion mit Informations- und Kommunikationssystemen aus, insbesondere auf einer neurobiologischen Ebene. So viel zu meinem fachlichen Kontext. Und natürlich arbeite ich sehr stark in meiner Forschung mit Neurobiologen, mit Medizinern und Verwandtengruppen zusammen. Was Sie hier jetzt sehen, ist die Agenda für den Vortrag. Ich habe für Sie vier wesentliche Punkte vorbereitet. Zu Beginn würde ich kurz ein wenig etwas erklären über konzeptionelle als auch forschungsmethodische Grundlagen in der Vertrauensforschung. Diese Grundlagen sind deshalb wichtig, weil sie ansonsten Punkt 2 bzw. jene Punkte, die ich unter diesem zweiten Punkt formulieren werde, nicht verstehen könnten, weil die Vertrauensforschung wie viele andere Gebiete ganz stark mit spezifischen Methoden arbeitet und auch konzeptionell einiges voraussetzt. Ich werde dann einen Streifzug machen in die Fachliteratur und Ihnen ausgewählte Ergebnisse präsentieren hier aus der empirischen Forschung, wie Vertrauen und Gehirn zusammenhängen. Als vorletzten Punkt würde ich auch in Anlehnung an die Themen des Vormittags ganz kurz auf Vertrauen in Bezug auf Alter und auch in Bezug auf Geschlecht eingehen wollen. Und abschließend werde ich diese Präsentation mit einem kurzen Summary. Erste entscheidende Frage, konzeptionell, was ist denn überhaupt Vertrauen? Und hier gibt es etliche Definitionen in der Fachliteratur und eine wesentliche Definition habe ich hier herausgegriffen. Vertrauen ist grundsätzlich ein Verhalten einer Person bzw. vorgelagerte Prozesse, die ich dann noch näher spezifizieren werde, wobei sich hier eine Person immer selbst in Gefahr bringt. Und dieses Selbst in Gefahr bringen heißt letztlich, dass man aus einem spezifischen Verhalten einen Schaden erleiden kann. Und natürlich hängt dann ein spezifisches Verhalten insbesondere davon ab, wie sehr ich die Vertrauenswürdigkeit einer anderen Person im Falle einer sozialen Interaktion einschätze. Und nicht nur von dieser Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit, die immer kontextspezifisch ist, sondern, wie die Forschung gezeigt hat, Vertrauen hängt auch stark von einer Vertrauensneigung ab, die sich insbesondere auch teilweise biologisch determiniert, insbesondere in der Jugend entwickelt, aber natürlich auch von Risikopräferenzen. Aus dieser Definition sehen Sie schon, dass es natürlich wesentlich ist, auf die Vertrauenswürdigkeit bzw. ihre zugrunde liegenden Komponenten auch einzugehen, anders und einfach formuliert, wann ist jemand eigentlich vertrauenswürdig? Und hier hat uns die Forschung auch sehr gute Erkenntnisse geliefert. Sie hat uns nämlich gezeigt, dass Vertrauen insbesondere von drei oder die Vertrauenswürdigkeit einer anderen Person von drei Faktoren abhängt. Erstens von der Kompetenz dieser anderen Person. Sie könnten das mit drei Begriffen zusammenfassen: Begabung, Fähigkeiten, Fertigkeiten dieser Person. Zweitens vom Wohlwollen dieser anderen Person, also wenn ich mit einer anderen Person in eine Interaktion trete und ich kann annehmen, dass auch meine eigenen Interessen ein Anliegen für diese Person sind, dann bezeichnet man das als Wohlwollen und je mehr Wohlwollen in dieser anderen Person da ist, desto vertrauenswürdiger wird sie erscheinen. Und drittens die Integrität. Dritter Punkt, Integrität. Integrität, hier geht es darum, dass sich Personen an Gesetze, an Normen, an Werte und Ähnliches halten. Danke sehr. Und ein Beispiel hier wäre natürlich die Ehrlichkeit. Also um es noch einmal zusammenzufassen, die Vertrauenswürdigkeit, das hat die Forschung in vielen Studien gezeigt, hängt maßgeblich von diesen drei Faktoren ab. Wie kompetent ist eine andere Person, wie wohlwollend ist sie und wie integer ist diese Person. Natürlich ist es aber so, dass diese drei Faktoren nicht in jeder Situation gleich gewichtet sind. Wenn Sie jetzt an einen Tandem-Fallschirmsprung denken und Sie diejenige Person sind, die keine Ahnung vom Fallschirmspringen hat, dann müssen Sie Ihrem Fallschirmlehrer, so wie in diesem Beispiel, natürlich vertrauen. Und in dieser Situation wird es für Sie nicht wirklich relevant sein, ob diese Person starke Integrität auf Sie ausstrahlt. Viel wesentlicher wird die Frage bei Ihnen sein, wie kompetent ist diese Person überhaupt? Kann die überhaupt auch Fallschirmspringen? In einem anderen Beispiel, wenn wir jetzt völlig weggehen von dieser sozialen Interaktion in den Bereich des Online-Shoppings,
Da sieht es ein bisschen anders aus. Wenn wir bei eBay beispielsweise ein Produkt bestellen, dann gehen wir davon aus, dass dieses Produkt auch gesendet wird, nachdem wir es bezahlt haben. Und diese Überlegung, wird dann dieses Produkt wirklich versendet vom Verkäufer, da steht natürlich dann die Integrität im Vordergrund und weniger die Kompetenz, weil es ist nicht wirklich schwierig, ein Produkt zu verpacken und zur Post zu bringen, damit es versendet wird, was hier die Kompetenzüberlegung wäre, sondern es ist natürlich viel wichtiger hier, hält sich diese Person an diese Werte, an die Normen. Wenn mir jemand etwas bezahlt, dann kriegt er auch die Gegenleistung, in diesem Fall ein Produkt auf eBay.